Nun ja. Witzigerweise möchte ich nämlich als Arzt gehen. Also lass mal ruhig die Operation. Du bist in einem Party. Ja. Party verfügbar. Tomorrow we'll be going over the top. Kann ich das hier überspringen? Ich will das nicht sehen. Bleibt das bei euch auch immer hängen? Ja, ja, das ist, weil das lädt. Also, eigentlich läuft's. Immer ist kurz hängen geblieben. Getting through this campaign gotta be about 25 to 1 against. Them devils ain't so tough. Us boys will knock out their fortifications easy. Break this Hindenburg line and finish this war. So, anfassen. Sind wir Angreifer, ja? Okay. Was ich gut finde, ist, dass die Waffen immer gleich bleiben. Also, dass du nicht für jede Fraktion irgendwas hochspielen musst oder so. Jetzt bin ich hier drin, jetzt kann ich anpassen. Was wollte ich denn machen? Ach, sieht schon los, so ein Scheiß. Aber ist egal, ich muss erst anpassen. Welche Waffe ist ein YouTube Medic zum Anfang? Keine Ahnung. Nicht die komische Rigotti-Bude, finde ich. Die 1916, ich weiß ja nicht, ob du die für Level 1 gleich kaufen kannst. Weil die hat ein größeres Magazin, die ist einfach schon mal ein riesen Fortschritt. Und ich benutze gerade das 1907 Graben-Dingsbums. Die schießt recht schnell, hat 21 Schuss im Magazin, die ist ganz nett. Greifen wir B an, oder was? General Pershing has ordered an attack along the Meuse River. Ach, wir greifen an. Ja, einer von euch ist auf B, der andere ist auf A. Weltklasse. Ey, hier müssen wir aufpassen, wir haben nicht unendlich viel Leben. Nee, der Fuchs ist so. Ah, und ich hab den Teil nicht mit ausgerüstet. Ups, also das okay, ich muss ihn einfach nicht machen. Was hast du schon dessen bei? Was bist du für eine Klasse? Aber wir sind alle drei Sanis. Macht das Sinn, wenn wir alle drei Sanis sind? Ja, aber geht dann die Munition aus und der kann bei. Oh, Granate. GAA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 
Ah, eh, da ist vorne drin Vorbild da. Bleib hinter Burnout. Muss ich mir mal erklären lassen, warum Burnout bei B spawnt ist, wenn wir A angreifen? Wir machen was? Ja, siehst du das nicht, wenn ich das markiere? Danke. Ich bin Spawnbildschirm. Hi Horn. Ich dachte, es wäre wichtiger, als man B zu halten, weil er B schon hat. Nee. Also tatsächlich kriegen wir B recht easy. Gibt es sowas wie Kopfschüsse? In dem Bunker da vorne ist einer drin. Ja, gibt's. Ich kann ja sagen, dass die anfangs einem total scheiße ist. Hol dir sofort das komische Metzen. Oder probier mit eins aus, aber nicht das komische Dings da, was du da hast. Eins cremig bleiben, ihr könntet ja nicht so schmecken. Richtig? Wir haben taken objective butter. There's some first aid! Wollen wir das verteidigen jetzt? Können wir machen, da hinten kommt Gas auf. Okay. Wir haben 100 Spawns, bis dahin sollen wir das Ding erobert haben. Also wir haben übrigens drei Angriffe, wenn wir den ersten Angriff nicht schaffen, kriegen wir den zweiten Angriff im Luftschiff. Hier, first aid! Sag doch ein Ton, dass du hier gefallen bist. Entschuldigung, jetzt bin ich Feld der Ehre. Ich hätte dich auf jeden Fall wieder aufheben können, lagst gut im Graben. Hier, first aid! Boah, ich glaube, wir sollten gleich doch A mit angreifen. Hier passiert irgendwie nichts. Ja, an dieser komischen grünen Waldkante hier kann man relativ gut rüber gucken, wenn die gerade anstürmen. Dann kommt. Wie ist denn, du kannst ja eigentlich auch Aufklärer spielen, die auch. Hier ist noch relativ weit offen. Da musst du halt ein bisschen anpassen. Du kannst übrigens auch so eine Loadouts machen. Also ich habe zum Beispiel einen Medic ein bisschen mehr auf Nahkampf und ein bisschen mehr auf Entfernung. Take a medical pouch. Ein bisschen Gasgranate. Verbrennt das in den, ja? Ja, verbrennt. Wenn dann nicht mit einem Feuer natürlich. Kann ich den aufheben? Oh, nö, ich bin gerade unglücklich gefallen. Wo kommt der denn noch her? WTF? We have taken the sector. Außer sind Gasgranate. Meine Gasmaske hier. Hab mal jemand eine Munitionskiste für mich? Aber. Oh. Jetzt tötet. Flugzeugbomber. Lasst euch das Gate aufheben, ne? Sonst verlieren wir das. Einmal kurz das Team ein wieder hochgehoben. Angriff auf. A, B? B habe ich jetzt markiert. Jetzt wird richtig witzig. Warum sind Punkt B? Wo ist Punkt B? Hat noch niemand gesehen. Jetzt erstmal ist Punkt Butter assisted. Butter! Ja, wie lange man da ranrennen kann, ohne sofort einen spontanen Anfall von Bleivergiftung zu sterben? Wahrscheinlich nicht so weit. Ist das eine 64-Mann-Karte? Nee. Das ist eine 14er. Ja, wir haben eine 14er genommen. 64 ist echt hart chaotisch. Gut, B wird wahrscheinlich bewacht. Gefällt. Ja, da kommt ein Panzer. Haben wir was bei? Nee, oder? Das ist nicht. Habe ich was bei? Nee, du nicht. Als Medic nicht. Nee, er ist ja Versorger, aber die Versorger haben ohne Speil. Du kannst maximal mit der Nahkampfartillerie schießen, aber das ist nicht so geil. Aber die stationären Geschütze sind ja auch ziemlich gut ausgerüstet. Habt ihr hier? Ja, klar, wenn du hier mit der. We have taken objective butter. Those wounds, I can fix them. Also, wie die Feinde hier aussehen, glaube ich, dass wir hier gleich richtig viel Besuch kriegen. Der andere wird
Ach, verflucht. Installiere die Spritze. Ja. Die Spritze. Die gab's ja schon im Battlefield Vietnam. Ich bin aber hier beim Versuch, dich zu retten. So, die liegt ja unten an dem Gefüß, aber ich. Da wird der Jäger versucht. Ja, ich hab grad die Sniper, da bin ich noch nicht belebt. Luftdetonationsmörder, großartig. Sind wir jetzt alle tot? Ja. Sind wir auch wieder tot, ja. Ja, dieses leichte MG, ey. So, warte mal. Das ist dann die Täter 1, aber ich bin ja nicht im Moment, dann die Täter 2 nochmal umbauen. Wollen wir mal versuchen zu atmen zu stoßen? Jo. Ja, gehen hier mal so. Visier und. Shit. Oh, Flugzeugbombe. Scheiße. Fuchs. 3 Meter neben dir. Jawohl. Und schon wieder ein Flugzeug. Oh Mann, ey. Außerhalb. Fuchs. Außerhalb des Spawn. Kann anscheinend nicht spawnen, wenn man so ein bisschen außerhalb der Map ist. Ich glaube, hier würden Rockgranaten helfen. First aid for you. Oha. Here, first aid. Ich hab noch 6 Lebenspunkte. Großartig. That's some first aid. Zurück hat nicht. Oh Gott. Ich bin ein Gassi-Sturm, ich den gar nicht gemerkt hab. Hallo, Fabs. Wollen nochmal zu B? Da ist gerade gar nichts. Kann man auch suchen. Jo. Ich nehme Gasgranaten mit. Also hier, Dings anderen. Auf. Wie viel Ausdauer hat man denn? Hm? Ausdauer, ich kann sprinten bis zum Video mehr. Nebel mal. Das ist doch die beste Idee, den Typen nach vorne wieder zu nehmen. Die Rauchgranaten. Ton. Oh, verflucht. Ja, das Wehen wollte ich nicht sagen. Ja, die Jagdflugzeuge, das ist das. Euer Pack irgendwie aufnehmen und euch ressen? Nee, nee. Nö. Ich meine, da rennen noch ein paar andere Sunnies rum, so ist nicht. Der nehme ich hier vielleicht mal auf? Nö. Das hasse ich, wenn du siehst, wie der Sunny an dir vorbeiläuft und dann dich nie wiederbelebt. Hello, Mr. Herring, greetings. We are still on the Battlefield thing. I don't know for long, actually, for long. But it seems for now that people are having really fun with the game. Das ist okay, ich bin. Aber wir müssen versuchen, nur auf A. Ich hab nur ja, wir sollten das heißen, gleich schaffen das die anderen. Ach. Vor allen Dingen, warum können die mich, Scharfschützen, mich mit eben Dings wegholen? Ja, ich hatte gerade schon erklärt, das ist so, dass diese Scharfschützen, die wäre, die haben so einen Bereich, du musst brauchst eine bestimmte Mindestreichweite und eine Maximalreichweite, wo die Dinger mit einem Schuss töten.
Und da, die verschiedenen Wehre haben dann verschiedene Nahkampfbereiche. Zum Beispiel das Ding ohne Visier hat durch ein ziemlich, da fängt die One-Shot-Größe ziemlich früh an. Das letzte eigentlich ist durch. Magst du dich mal kurz in Sicherheit bringen? Ja, ich stehe hier im Rauch, warte. Ich bin bei dir. Ich finde, in dem Modus sollten Leichen sich nicht aufgeben dürfen. Das ist noch nicht vorbei? Ja, aber ich bin gerade zu zwei Leuten gerannt. Die hatten noch drei Viertel Zeit hier. Ja, das hat die mir... Ja, manche Leute wollen ja wirklich FPS... Das ist... Andere Leute raffen den Modus eigentlich. Die meisten Leute tatsächlich liegen. Das ist meiner Meinung nach. We are being reinforced with an airship. Durch ein Luftschiff. Durch ein Luftschiff. Unterschätzt das Luftschiff nicht. Rasch B. Ich spiel da mal einen Bomber hier. Brom, brom, brom. Ich bin mein Flugschreiber. Ich bin auch am Luftschiff jetzt mit bei, aber ich hab die schlechteste Position von allen bekommen. Ich sitze hier erst hin. Warum schützen die Bude ab? WTF! Das hat doch ein Ladestreifen, das Ding. Cool. Spider Machine Gun. Geil vom Gabiot. Hey, Fabs ist uns nachgejoint. Dem Flugzeug und dem Luftschiff nehmen wir den Punkt mit ein. Schon welche Erfolge hat sie mit dem Luftschiff? Ja, Flugzeug abgeschossen. Dieser Gotha-Bomber. Wo ist der Bomber? Ja, in der Luft gerade. Der fliegt gerade bei A vorbei. Ah, kann übrigens mit JKL schreiben im Chat. Einblickflugzeug? Ja, genauso Horn. Das überlegene Einblickflugzeug. Das macht man ja so. Ein Flugzeug ist genau gut für eine Tour. Big Bomber up there. Bum, 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 bum. Kann ich genauso gut nicht machen. Der Erfolg wird ungefähr gleich sein. Der Typ lebt wahrscheinlich noch nicht mehr an. Warte, ich sehe, da steht auf hier drauf. Hat wieder belebt. Warte, ich wollte gerade kommen. We are losing objective apples. Oh Gott. Die Scharfschützenpappen. Was die Map gefällt mir, wir sind besser als das Wüstenszenario. Das ist ja genau das Problem. Die Wüste ist die schlechteste Map von dem gesamten Spiel. Ich hasse diese Wüstenmaps. Die sind zum Kotzen. Oh. Die Wüste ist richtig doll schlecht. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als diese behinderte Wüstenmap. Wirklich. Jetzt haben wir eine Art Wallhack, weil wir jetzt sehen, wo wir alle Gegner sind.
noch alle Leute zwischen. Take the medical patch. Was? Ich war schon beim Startlevel, wenn du bist, das böse. Ja, wir haben nicht mal getankt, der Mut. Take the medical patch. Der Sniper sitzt oben über auf dem Turmhaus. Ja, Haus, da ist irgendwo ein MG. Links ist auch noch einer. In Höhe. Gehen wir nach A oder was? Ah ne, B. B ist nah dran. Wo wollt ihr hin? Ich würde sagen A ist leichter. Achso, okay. Wir sind da kurz vor B. Entscheidet euch bald. First aid, take it. Also drinne ist schon ein... Ach fuck. Rechts am Eingang, oder? Was soll man wegkriegen? Aus in der Akte sind die überall rumgezuckelt. Es war erstaunlich wenig Krieg in Südamerika. Die Gas-Scheiße schon wieder los. Nein! Rechts sitzt so ein Typ, Matze. Panzer auf dem Innenhof. Jetzt musst du echt noch die Messer fahren. We have taken objective apples. Da Panzer auf dem Innenhof, ich spawn mal als Sturmsoldat. Was? Oh man. Ich hab mich wieder aufgehoben. Ich glaube, da flandern die Sommer, ne? Aber da. Was ist denn ein Wachsoldat? Das ist so ein dicker Typ mit so einer dicken fetten Rüstung und einem MG. Der ist. Er hält ein bisschen mehr Kugeln aus. Was Geschichtsunterricht? Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Geschichtsunterricht damals in der Schule kam der Erste Weltkrieg so gut wie gar nicht vor. Also, so wirklich gar nicht. Das war also, naja, da gab es so ein bisschen Schlacht, war blutig, war nicht so cool. Ansonsten wurde gar nicht so viel erwähnt. Habe ich einen Fallschirm? Ich hoffe. Ich habe anscheinend einen Fallschirm. Irgendwo hinten sitzt noch ein Sniper hinter Dings. Keine Ahnung, an irgendeinem Erdloch. Bei B sitzt er noch oben auf dem. Bei A. Der rennt jetzt zu A, der ist jetzt bei A dran, da wo wir die ganze Zeit standen. Was, die springen irgendwie Superman auf den... Hab noch 4 Lebenspunkte. Warte, ich komme. Bleib stehen. There, first aid. Super Medic zerstört. Oh, was ist denn weiter hier? Ich muss trotzdem mal den Sauhaufen hier einnehmen. Wie sind die hoch? Verflucht! Ach! Was? Ach, verflucht. Also wird das hier nichts. So wird das hier nichts. 15,5 hat Phelps? Ist ja mit ihm nicht richtig. Hören die dreimal Erster Weltkrieg, dreimal Zweiter Weltkrieg, viermal wäre Republik. Was? Das klingt ein bisschen nach Overkill. Das ist. Oh! Jetzt noch. Jetzt zeig ich mir den Fehler. Gibt's doch nicht! Brenner! Ach, wie ist Brett ab? Geht doch! Ich glaube, ich hatte alles nur zweimal. Wir haben halt, vor allen Dingen, wir hatten noch relativ viel, glaube ich, geschießen, da richtig Zwischenkriegs. Oh, was ist los, Matze? Da hab einen Fehler. Das kommt also ab und zu doch mal vor, nochmal vor. Also, das wissen wir nicht, ob es an der Map lag, weil vorhin war es hier noch auf der gleichen Map, ne? Stimmt allerdings. Oh, ach Gottchen. Hauptsache Phelps hat hier irgendwie 18,5 statt. Gibt einen Rom? Ja gut, das war noch eine 6. Leider nicht erkennen, das ist ein Bild Kacke. Naja, auch wenn man ranzoomt. Take the medical patch! Ah,
ich jetzt nochmal kurz drin und bei der alten Schritte, dann glaube ich mal erstmal Break. Half of our forces remain. Jetzt brauchen wir mal Ruhe. Oh, 2 Stunden verlieren. Noch ein MG um. Ah. Das ist so vergessen, das Ding da oben, da brauchst du wie ein 20-Mann-Team um oben wieder halt hier. Ich will jemanden überleben, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, unser Zeppelin ist abgestürzt. Aber der Zins mal Singleplayer? Nee. Nee, eigentlich nicht. Hey. Take the medical pouch! Shit. First aid for you! We can fix your wounds! Fuck! Ob hier wieder jemand aufhebt? Ging anscheinend nicht. Burn, dein Amy schreit nach MG. Das habe ich schon versucht. Frag die anderen, die schon ein bisschen länger hier sind. Oha. Take that first aid! Appreciate that. Let me patch your wounds. Das mit dem MG, das hat auch nicht so gut geklappt. Was ist das sein Ernst? Er schrieb wieder Panzerbüchse. Komm, ich lieg mich jetzt hier mitten auf dem Dorfplatz. Vielleicht klappt's ja. Ah, ich schlecht aus. Bei Netke, ja, ja. We have lost objective apples. Das Problem ist, ich kann gerade nicht laufen, weil ich gerade gesprintet bin. Ich will zum PC, das ist auf dem PC, ja. We are losing objective butter. Wie stellt es dir sonst vor, dass wenn ich raustappe, dass man eine Windows-Leiste sieht? Ach ja, ich glaube wieder. We have lost objective. Würde der Typ bitte gerne mal sterben? Was ist denn da los? Nahkampfkatze knippt die echt in die Tonne. Da. Ist ja gar nicht. Und der Typ zieht alles durch. Ah, das wäre ein bisschen verdient. Hauptsache ich lande am Ende der Runde noch in der Top 5. Das ist das Wichtigste. Meistens die Typen hier an die Kette. We have taken objective apples. Ah, Top 5 könnte eigentlich schwierig werden. Ich muss ja noch ein bisschen was leisten hier durch. Lass mal wieder Sanitäter 1 spielen. That's some first aid! Boys, shock trooper. Here's some smoke, boys. Medical pass for you. Aber der Typ will man im Game. What? Man wird die Typ beenden kann, wenn man. Alter 4? Ja, und normal. Ach, Score, 67 Kills? Stimmt, hat er. Ja, das ist der denn? Ja, wahrscheinlich saß der die ganze Zeit im Zeppelin, der rumgeballert. Hey, guck mal, der andere Typ hat auch 41,9, der im Flugzeug sitzt. Warten. Ja, 5K Ausknopf. Ja, das Spiel wird sich schwierig. Na, okay. Fabs rennt hier auch mit den Sturmsoldaten rum. Moin. Aber mach's gut. Tschüss. Und hier gerade noch die tolle Idee, wir werden einfach nur. Oh Mann! Ach. Kann ich irgendwie heute auflesen? Ja, anscheinend nicht. We have taken objective Charlie. 6 Meter ist da angekommen, der.
Was geht denn hier ab? Oh. Ah, darf nicht mal angekappt werden, lol. Ne, wir müssen alle drei Punkte wirklich halten. Also angekappt darf sein, aber wir müssen nicht verlieren, wie jetzt gerade. Das Problem ist, die Kampagne hier ist zweiteilig. Das heißt, nach dem Angriff musst du noch einen machen. Also noch eine andere Map komplett. Da hast du halt nur einen Angriff. Aber ich finde, dass dieses Chateau sich da eigentlich ganz gut spielt, als das gibt es auch als Deathmatch Map. Das ist eigentlich ganz angenehm. Wir werden reinforced mit einem Airship. Verflucht, mein Flugzeug ist weg. Ich hätte ihn. Ich nehme mal die Brandgranate an. Warum kommt Fabs nicht TS? Weil wir auf unser Privat-TS hier sind. Der ist auf meiner TS. Wenn wir rübergehen würden. Und jetzt können wir da auch rüberwechseln nach der Runde hier. Verschiedene. Da haben wir den Lukas Privatserver, den Ex-Community-TP. Den Wild-Privatserver. Der heißt bei mir Wild, bitte zum Tanzen. Den hast du sogar. Das ist ein First Aid, Pal! Ich bin ja nicht mehr richtig mit reingekommen, den Punkt. Take a medical pouch. Enemy plane in sight. First aid, use it. So viele Typen wieder rum, ich denke echt, dass vielleicht mal wieder lieber Scharfe zu spielen. Oh, wer schmeißt denn hier schon wieder Giftgas? Das verdammte Gas! Take the medical patch. Was hat jemand noch neben die anderen? Hier, first aid! Da läuft der Angriff definitiv besser als vorher. Das liegt, glaube ich, daran, wenn du immer richtig aufgeräumt hast bei A, dann sind die halt nur noch in der Ecke. Noch einer aus einer anderen Ecke. Hätte ich in der Top 5 von allen Spielern sein? Obwohl, das wäre kein Problem. We have taken the sector. So, jetzt sieht er doch schon besser aus. Das sind 150 Leben, Mann. Das läuft aber auch. Das ist halt dieses mega Luftschiff, ne? Ich weiß nicht, ob du gerade so viel gemacht hast, steht ja jetzt noch relativ viel in die Bäume drin. Maximal oben hier ein Typen, der kämpft, das geht ja so viel nicht mehr. Ach, dieses Giftgas immer, das soll. Minuspunkte? Ah, Marv ist wieder da. Wunderschön. Achso, hallo Random Panda Bonner. Den habe ich vorhin vorgelesen, aber nicht, was hier absetzen? Nein, nicht die. War das schon wieder eine Gasgranate? Oder dann hat's ja einen Panzer. The final objective is within our control. There! First aid for you! Yes, look out! Yo. Ach, verflucht!
Bei der KDG schon, oder? 1923. Er hat 76-12. Was geht da mit ihm? Ach so, ja, guck mal, der steht doch, der sitzt doch im Luftschiff. Ist lieber Minuspunkt als gar keine Punkte? Oh Mann. Der nächste Punkt ist ja übel weit weg. Das ist ja dabei mal ein Panzer. Oh, gib Gas. Wenn eine Falle ist. Want me to patch you up? Ich glaube, ich bin noch nie bis zu dem Teil von der Map hier gekommen. Voll. Die Heckkanone. Eine gute Heckkanone, nehme ich mal an. Yay. Juhu. We stand victorious, they are beaten. You are all heroes. Alle, ey. We rushed into this fight and broke the resistance of this brutal foe. But it's only the beginning. Now we must move to the Argonne Forest and ach, jetzt kommt der scheiß Wald. Stronger rear defenses. The victorious doughboys marched into the Argonne Forest.